Ich war mal wieder einkaufen, nämlich Neuheiten im Bereich Kunstmaterialien. Einige konnte ich ergattern und die werde ich heute für euch testen. Hat die Künstlerwelt auf sie gewartet oder kann man getrost auf diese Neuheiten verzichten? Das finden wir raus im heutigen Video. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Miss Kunterbunt. Ich bin die Kerstin und bei mir gibt's fast jeden Freitag, fast immer um 17.30 Uhr ein neues Video. Ja, ich war shoppen und ich muss ehrlich zugeben, ich liebe es ja im Internet, die Seiten der Azubleianbieter anzuschauen. So bin ich zum Beispiel sehr gern auf der Seite von Gustavsson oder auch bei Kunstpark schaue ich gern vorbei, um nur zwei meiner Lieblingsshops zu nennen. Ja, dieses Mal war mein Ziel, Neuheiten im Bereich Azubleis zu entdecken und natürlich bin ich auch fündig geworden. Welche Neuheiten in meinem Warenkorb gelandet sind, zeige ich euch heute. Bevor es allerdings losgeht, noch der Hinweis, dass ich alle Sachen im heutigen Video selbst bezahlt habe. Und jetzt geht's los mit dem Neuheiten Atoll und den Anfang macht das neue Aquarellpapier von Hahnemühle mit dem Namen Sugarcane. Sugarcane ist das englische Wort für Zuckerrohr und genau das ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Papiers. Das Ganze hat eine 290er Grammatur und besteht zu 70% aus Zuckerrohrfasern. Die restlichen 30% sind Hadern, also Baumwolle mit besonders langen Fasern. Sugarcane ist ein naturweißes Papier mit einer matten, ausgeprägten Oberflächenstruktur und ist laut Hahnemühle für alle Aquarelltechniken geeignet. Es ist in wirklich vielen unterschiedlichen Größen erhältlich. Hier seht ihr beispielsweise die Größen, die bei Kunstpark zur Auswahl stehen. Also da wird, glaube ich, jeder fündig. Ich habe mich für das DIN A4 Format entschieden, das preislich bei 11,79 Euro liegt. Das Aquarellpapier ist übrigens an allen Seiten geleimt, das verhindert, dass sich das Papier beim Malen stark wellen kann, aber es ist natürlich auch ein Gefriemel, wenn man die Seite später vom Block lösen möchte. Jetzt wollen wir das Hahnemühle Sugarcane Aquarellpapier natürlich auch noch testen und ich habe mir überlegt, dass ich neben einer klassischen Aquarellfarbe auch gern noch Aquarellstifte, einen Aquarellmarker und auch einen Buntstift ausprobieren möchte. Den Anfang macht eine klassische Aquarellfarbe in Blau und mein erster Eindruck ist schon mal sehr gut. Dann folgen ein Faber-Castell Albrecht Dürer Aquarellstift in Hellrot und der Inktense von Derwent in Gelb. Beide lassen sich restlos vermalen, das ist nicht immer der Fall bei Aquarellstiften. Es liegt natürlich auch manchmal am Stift selber, aber auch das Papier ist entscheidend und hier sieht das Ergebnis bei beiden sehr gut aus. Als nächstes kommt der Albrecht Dürer Aquamarker von Faber-Castell. Auf den bin ich besonders gespannt, denn Aquamarker lassen sich auf manchen Papieren nicht gut bzw. nicht restlos vermalen. Es bleiben manchmal die einzelnen Striche des Markers sichtbar. Ja, so hatte ich beispielsweise beim Goldfarber Aquamarker, den ich in meiner XXL Ausmal-Challenge angesprochen hatte, mal so einen Fall. Mit dem von mir verwendeten Papier ließ sich der Marker nur kurzzeitig vermalen. Danach ging leider nichts mehr. Ja, aber hier funktioniert das Ganze wirklich perfekt. Ich hoffe, ihr könnt es übers Video sehen. Der Aquamarker lässt sich wirklich toll auf dem Hahnemühle Sugarcane vermalen. Jetzt möchte ich allerdings auch noch ausprobieren, ob das noch immer der Fall ist, wenn man eine Weile wartet. Deshalb mache ich jetzt hier noch eine Reihe mit dem Aquamarker, die ich aber erstmal eine Weile trocknen lasse. So, in der Zwischenzeit kommt deshalb jetzt erstmal der Buntstift dran. Hier habe ich mich für einen Luminance von Caron d'Ache entschieden. Ja, viele Aquarellpapiere sind übrigens großartig für Buntstiftzeichnungen. Allerdings sollten sie wenig Textur haben, damit der Buntstift deckend ist und damit man auch gut Details malen kann. Besonders geeignet sind Papiere, die heiß gepresst werden. Hier ist für mein Empfinden die Struktur ein wenig zu stark ausgeprägt, also das Hahnemühle Sugarcane ist für mich eher nicht für Buntstifte geeignet, höchstens man möchte gerade diesen Effekt erreichen, dass eben auch so weiße Stellen im Papier sichtbar sind. So, der Aquamarker konnte jetzt eine Weile trocknen und wir können jetzt nochmal mit Wasser drüber gehen und dann wollen wir sehen, ob ein Unterschied vorhanden ist zu unserem ersten Testlauf. Ja, aber ich muss sagen, noch immer lässt sich der Aquamarker ohne Probleme auf diesem Papier vermalen.
So sieht das Ganze dann im Ergebnis aus. Wir können also festhalten, dass das Sugarcane ein Aquarellpapier ist, das auch für Aquarellstifte und Marker geeignet ist. Für Buntstifte würde ich das Papier allerdings nicht nehmen. Nach meinem Empfinden trocknet die Farbe relativ langsam auf diesem Papier. Ich persönlich empfehle das Papier daher insbesondere für Nass-in-Nass-Techniken. Aufgrund der ausgeprägten Struktur und Beschaffenheit würde ich das Papier für Motive mit schönen Verläufen auswählen und nicht für Motive mit filigranen Elementen. Besonders hervorheben möchte ich auch noch die Nachhaltigkeit des Papieres. Zuckerrohr ist nämlich ein schnell wachsender Rohstoff. Bei der Produktion von Zucker entstehen dabei Überreste, die nicht weiterverwendet werden. Diese werden in der Regel entsorgt und genau aus diesen Resten wird das Hahnemühlepapier hergestellt, also wirklich großartig in puncto Klimaschutz. Zusammenfassend lässt sich also nur sagen, das Hahnemühle Sugarcane Papier ist für mich ein ganz tolles Aquarellpapier und für alle geeignet, die gerne texturiertes Papier mögen, mit Aquarellstiften oder Aquamarkern malen, die Nass-in-Nass-Technik bevorzugen und gleichzeitig gern für den Klimaschutz was machen möchten. Weiter geht's mit der nächsten Neuheit und die nennt sich Flüssige Erde von Schminke. Ja, der Name ist ja schon etwas kurios, wie ich finde. Deshalb bin ich jetzt besonders neugierig, was mich hier erwartet. Ja, als ich das Ganze zum ersten Mal in der Hand hatte, dachte ich nur, oh Mann, das ist so klein. Hier seht ihr das Ganze mal im Vergleich zu einem Feinliner. Ja, es ist wirklich eine ganz kleine Schachtel. Ja, öffnet man diese kleine Schachtel, dann kommen 3 Tuben à 5 Milliliter zum Vorschein. Also 3 verschiedene Nuancen und die nennen sich flüssige Kreide, flüssiger Rötel und flüssiger Umbra. Das Dreier-Set, für das ich mich entschieden habe, kostet 12,99 €, aber das Ganze ist auch erhältlich als Einzeltuben mit 15 ml. Die Einzeltube kostet 8,79 €. Die flüssige Erde ist übrigens vegan, hat eine gouache-ähnliche Konsistenz und besteht aus in Deutschland abgebauten Erdpigmenten, deshalb auch der Name flüssige Erde. Die flüssige Erde wird mit Wasser vermalt und durch die Zugabe von unterschiedlichen Wassermengen kann man den Farbton variieren. Die flüssige Erde ist zudem halbdeckend und weist höchste Lichtechtheit auf. Die flüssige Erde ist quasi die staubfreie Variante von Kreiden in Stift- und Stickform. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann im Malprozess setze ich sowas ein? Ja, ihr könnt sie beispielsweise für Untermalungen nehmen, also zum großflächigen Einfärben eurer Leinwand, beispielsweise wenn ihr ein Ölgemälde macht, oder auch für Vorzeichnungen sind sie geeignet. Ich würde beispielsweise die bräunlichen Töne zum Vorzeichnen von Landschaften und Porträts nehmen, die flüssige Kreide. Also diesen weißen Ton würde ich nehmen, wenn der Untergrund dunkel ist, also zum Beispiel auf schwarzem Papier oder schwarzer Leinwand. Ja, so sieht das Ganze dann im Ergebnis aus. Oben Rötel, dann folgt Umbra und unten die Kreide. Die sieht man auf weißem Papier natürlich fast überhaupt nicht. Dafür auf dunklem Untergrund. Ich finde den Rötelton irgendwie richtig toll, insbesondere in der hellen Variante. Das kann ich mir auch sehr gut als Hautfarbe vorstellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kreiden lässt sich die flüssige Erde im getrockneten Zustand nur minimal verwischen. Das hat den Vorteil, dass sich die Pigmente beim Übermalen nicht so stark lösen und somit eure Farben beim Übermalen nicht verschmutzt werden. Die flüssige Erde von Schminke ist nach meinem ersten Eindruck auf jeden Fall ein total interessantes Produkt, das aber auch sehr speziell ist. Es stellt für mich eher ein Ergänzungsprodukt dar für alle, die staubfrei arbeiten wollen oder müssen aus gesundheitlichen Gründen und für alle, die ihr Portfolio mit ein paar schönen erdigen Tönen ergänzen wollen. Weiter geht's mit Neuheit Nummer 3, der Pigment Brush Pen von Staedtler. Das ist ein Pigmentfasermaler mit hochwertiger Multi-Ink und der kommt in dieser stylischen Box. Ja, und an unserer Box hier vom Pigment Brush Pen ist noch eine Schutzhülle dran, die man entfernen muss. Und dann hält man diese schöne Box in der Hand und so ein klein wenig habe ich Angst, die zu öffnen, sodass nichts einreißt. Ja, und wenn man es dann geschafft hat, die Box aufzubekommen, dann befinden sich die Stifte in 3 Aufbewahrungsbereichen.
Sortiert sind die Stifte bei dieser Art der Aufbewahrung leider nicht. Man könnte sie höchstens in drei verschiedene Farbgruppen einteilen. Eine kleine Informationsbroschüre ist übrigens auch noch in der Box enthalten. Hier findet ihr ein paar Tipps und eine Übersicht über die verschiedenen Pinselspitzen, die es innerhalb der Multi-Ink-Reihe gibt. In unserer Box befindet sich übrigens die Brush-Spitze. Das ist eine mediumfeste Pinselspitze, die flexibel, aber gleichzeitig formstabil ist. Den Pigment Brush Pen von Staedtler gibt es übrigens in verschiedenen Sets, so beispielsweise verschiedene 6er und 12er Sets, ein 24er Set und das größte Set umfasst 36 Stifte und genau das zeige ich euch heute. Preislich liegt das 36er Set bei 82,49 bei Gerstecker. Ich habe es allerdings mittlerweile auch schon für etwas über 60 Euro auf Amazon entdeckt. Alle Produkte, die ich euch heute hier in diesem Video zeige, verlinke ich euch unten in der Infobox, sofern sie auf Amazon erhältlich sind. Bevor wir gleich alle 36 Farbnuancen swatchen, ein erster Eindruck von mir. Ja, der Farbauftrag ist auf jeden Fall sehr angenehm und juicy. Die Linienbreite lässt sich variieren. Somit ist der Brush Pen nicht nur fürs Kolorieren, sondern auch fürs Handlettering geeignet. Ebenso könnt ihr größere Flächen kolorieren als auch Details mit der Pinselspitze malen. Laut Staedtler soll die Multi-Ink extrem farbbeständig sein, das heißt auch nach jahrelanger UV-Bestrahlung soll die Farbe erhalten bleiben. Sie soll darüber hinaus eine tolle Farbbrillanz haben, wasserfest und schnell trocknend sein und sie lässt sich nach dem Trocknen übermalen. So sehen die 36 Farbtöne dann geswatcht aus. Insgesamt finde ich, es sind tolle, abwechslungsreiche Töne mit nur einem kleinen Kritikpunkt. Das Cool Grey Dark und das Cool Grey Light wirken bei mir auf meinem Papier fast identisch. Hinsichtlich der Anwendung der Stifte gibt es zu sagen, dass man durch mehrfaches Übermalen mit derselben Farbnuance eine Verstärkung der Farbdichte und Sättigung erreichen kann, also eine dunklere Schattierung. Auch könnt ihr die Grautöne dazu nutzen, um eine dunklere Farbnuance eines vorhandenen Farbtones zu erreichen. Ja, und neue Farbtöne sind auch möglich, indem man unterschiedliche Farbtöne übereinander legt. Hier beispielsweise entsteht ein grünlicher Ton, wenn ihr Blau und Gelb miteinander mischt. Verläufe sind nur im nassen Zustand möglich, da muss man allerdings extrem schnell sein und richtig gut wird das Ergebnis auch nicht, wie ich finde. Deshalb empfehle ich fürs Verblenden die Tip-to-Tip-Methode. Ja, soweit mein erster Eindruck zu den Pigment Brush Pens von Staedtler. Vergessen hatte ich vorhin zu erwähnen, dass der Stift nicht nur im Set, sondern auch einzeln erhältlich ist. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Zudem möchte ich an der Stelle auch noch ansprechen, dass Schaftschoner und die Kappe aus 97% recyceltem Kunststoff bestehen und somit wurde auch noch an Nachhaltigkeit gedacht. Vom Preis her ist der Stift natürlich nicht ganz günstig, aber man sollte bedenken, man bekommt ein in Deutschland produziertes Produkt mit einer sehr guten Qualität. Ich finde, die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr vielseitig. Ich sehe ihn beispielsweise beim Handlettering in Sketchbüchern oder Ausmalbüchern oder bei jeglichem Kolorationsprojekt. Also insgesamt ist es ein tolles Produkt, das auch noch nachhaltig produziert wird. Die vierte Neuigkeit heute in meinem Video ist ein Buch und das heißt Aquarelleffekte von Urte Zimmermann. Vielleicht kennt der ein oder andere sie auch schon von Social Media Plattformen, da ist sie nämlich bekannt unter dem Namen Elfenrosengarten. Also falls ihr sie noch nicht kennt, ich empfehle euch, schaut bei ihr vorbei, sie macht wirklich ganz tolle Sachen. Ja, das Buch ist jedenfalls im Hardcover erschienen beim EMF Verlag und preislich liegt es bei 27 Euro. Auf 160 Seiten geht es im Buch nicht nur um verschiedene Aquarelleffekte oder Techniken, sondern im ersten Teil des Buches gibt es quasi Basic-Wissen zu Aquarellfarben, Aquarellpapieren, Pinseln, Werkzeuge oder Hilfsmittel. Also wie setze ich beispielsweise Maskierflüssigkeit ein oder wie arbeite ich mit Blattgold? Also der erste Teil ist quasi so ein Ratgeber zur Aquarellmalerei. Im Hauptteil des Buches geht es dann um 44 Techniken und Effekte im Bereich der Aquarellmalerei, also beispielsweise, wie geht Lasieren, Lavieren, Granulieren und vieles mehr. Ja, und im letzten Teil kommen dann 18 tolle Malprojekte mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Toll finde ich beispielsweise, dass die Projekte gekennzeichnet sind, ob sie für Anfänger oder für fortgeschrittene Aquarellmaler geeignet sind.
Toll finde ich, dass Urte Zimmermann immer wieder Tipps gibt und ihre Erfahrungen mit uns teilt. Ich muss sagen, ich finde es inhaltlich total super und auf den Punkt. Darüber hinaus ist es einfach schön und auch übersichtlich gestaltet mit den ganzen Bildern. Ja, zu viel möchte ich nicht zeigen aus dem Buch, damit ich nicht allzu viel verrate. Aber ich kann nur sagen, insgesamt ein tolles Werk, das ich jedem empfehle, der in die Aquarellmalerei einsteigen möchte oder sich bereits mit Aquarellmalerei beschäftigt, aber sein Wissen gern vertiefen möchte. Nummer 5 der Neuheiten ist der Schminke Retro Kompaktmalkasten. Ja, der ist Teil einer limitierten Ganzjahresaktion 2024, eine Zeitreise sozusagen ins Jahr 1912 mit dem damaligen Schminke-Design. Ich muss ehrlich sagen, ich liebe solche Retro-Sachen, auch alte Möbel, Schilder, Dinge, die eine Geschichte erzählen. Deshalb bin ich total begeistert von der Retro-Serie von Schminke. Erschienen sind hier übrigens ein Retro-Standard-Malkasten mit 12 halben Näpfen, ein Retro-Reisekasten mit 8 halben Näpfchen und ein Luxusset mit 18 halben Näpfchen. Ja, und ich habe mich eben für den Retro-Kompaktmalkasten entschieden mit 6x5 Milliliter Tuben. Preislich liegt das Ganze bei 47,59. Ja, schon die Pappschachtel ist ein Eyecatcher, wie ich finde. Drinnen befindet sich dann der Malkasten mit den 6 angesprochenen 5 Milliliter Tuben. Es sind auch noch zusätzlich 6 Leernäpfchen drin und eine Mischpalette. Zudem bekommt man noch dieses schöne Anschreiben dazu und eine Swatchcard. In meinem Retro-Kompaktmalkasten sind die Farbtöne Cadmiumgelb-Dunkel, dann der Sonderfarbton Congenier-Rot, das ist ein historischer Originalfarbton aus der Schminke-Retro-Serie. Der Name kommt übrigens von den Congenier-Schildläusen, aus denen der rote Farbstoff gewonnen wird. Ich darf nicht drüber nachdenken. Ja, dann ist noch drin ein Kobaltblau-Hell, ein Kobaltgrün-Rein und ein Umbra-Natur. Und fast hätte ich ihn vergessen, den rötlichen Sepia-Braunton hier als Nummer 6. Ich muss ja zugeben, ich liebe die Horadam Aquarellfarben. Das sind für mich eine der besten Aquarellfarben auf dem Markt. Schaut euch nur mal diesen Gelbton an. Er ist einfach wunderschön. Ja, und vor ein paar Tagen hat Gerstecker übrigens die Horadam Naturals ins Sortiment aufgenommen. Ich habe schon immer wieder geschaut und gehofft, ich kann sie kaufen. Das sind die veganen Horadam-Farben, die ganz neu auf dem Markt sind. Da gibt es momentan 2 verschiedene Sets mit je 5 Farbnuancen. Ich werde beide für euch testen. Ja, und dann kommt hoffentlich in ein paar Wochen ein Video über diese neuen Farbtöne. Jetzt aber zurück zum Kompaktmalkasten von Schminke aus der Retro-Serie. Ja, ich muss sagen, die Farbzusammenstellung finde ich richtig gelungen. Es sind die Primärfarben mit dabei. Man kann sich viele neue Töne damit mischen. Ich denke, man kann alle möglichen Bilder mit dem Kompaktmalkasten malen und zudem hat man dann auch noch so einen tollen Eyecatcher zu Hause. Also ich bin absolut begeistert. So, das waren die Neuheiten, für die ich mich entschieden habe. Ich muss sagen, ich fand sie alle durchweg richtig gut. Die flüssige Erde ist vielleicht etwas speziell, aber auch für die kann man durchaus Verwendung finden in einigen Kunstprojekten. Ja, und jetzt wird mich natürlich total interessieren, welche Neuheit ist dein Favorit? Hast du vielleicht eine der vorgestellten Sachen bereits zu Hause und kannst deine Erfahrung teilen? Besonders interessieren würde mich ja die flüssige Erde. Hat die jemand zu Hause? Und falls ja, für was nimmst du sie? Schreib's mir gern in die Kommentare. Ich freue mich schon drauf, die alle zu lesen. Ich habe jedenfalls beschlossen, dass es eine Neuheiten-Artol regelmäßig auf meinem Kanal geben wird. So, bevor ich mich von euch verabschiede, gibt es noch eine Sache zu klären, nämlich heute gegen 20 Uhr gibt es wieder kunterbunte Mystery-Artboxen in meinem Etsy-Shop. Meinen Etsy-Shop verlinke ich euch übrigens unten in der Infobox. Die Vorführprodukte von heute sind natürlich alle mit drinnen den Boxen und alle meine Boxen werden so gepackt, dass ihr damit ein oder mehrere Kunstwerke machen könnt. Es ist also eine bunte Mischung aus komplett neuen Art Supplies und Kunstmaterialien, die ich in meinen Videos verwendet habe. Ja, ihr könnt ja mal vorbeischauen später gegen 8. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Shoppen und natürlich wünsche ich euch bis nächste Woche eine gute Zeit. Bleibt kreativ und macht die Welt ein wenig bunter.